Guten Morgen, wir haben Freitag, es ist ein neuer Tag. Wir hatten gestern dieses Event bei der NBA Summer League Celebrity Game. War richtig stark, richtig cool, für mich eine mega Erfahrung. Und ja, jetzt gehen wir mit Jakob ins Training. Danach gehen wir noch ein bisschen einkaufen, ein bisschen raus nach Las Vegas. Dann wird heute eigentlich ganz ruhig gemacht. Wahrscheinlich gehe ich heute Nachmittag ins Gym und dann vielleicht noch selber ein bisschen Basketball spielen hier auf so einem Open Court. Quick as we think, they might be skinny as hell and look like in shape. These little fiends are okay, bro. Unpopular opinion. Findest du es cool, dass diese Masten für die Handynetze in Palmen verschwinden? Ja, ist irgendjemand vom Designteam sehr kreativ geworden und hat das 5G in so einen Palmen-Look umgebaut. Aber sieht gut aus, bro. Merkst fast nicht mal den Unterschied. Ready? Yes, sir. Freitag, letzter Freitag der Offseason. What's up, Germany fans? My name is Tyron Johnson. I play for the Las Vegas Raiders. I'm a wide receiver. I'm going into my fourth year. I want to say what's up. How y'all doing? I've been playing football for 4 years for in the NFL. For college, I went to LSU and then I went to Oklahoma State. All right. Yeah. Oh yeah, I'm getting ready. You know what I'm saying? We just working out every day with the man, Yacht. Sir. Here the man. Every day, getting ready for camp next week. My Instagram @_TBJXIII. T Billy, man. Know what it is. Thank you. Zay, hey, tell us something about yourself. Where do you play so far? Who are you? Position? Wait. What'd you say? I said, tell us something about yourself. Where are you from, bro? From Germany. Oh, you brought cousin. Oh, you got a cousin. Yes. Yeah. Oh, that's how. Wait, what? Goes y'all, first. Y'all the one that was talking. What's up, bro? Yeah. What you need, bro? All right. We need just something about you, like your football experience. Where do you play? How long? Yeah. How old are you? What position? Yeah. So, yeah, my name is Kendall Vickers. It's my fourth year in the NFL, third year with the Raiders. I actually went to school with Yacht for 4 years. So that's my dog, man. You know, we used to grind it out in the weight room together, squat parties and all that. So, yeah, that's my dog, though, man. Yup. What up, y'all boys? I'm Isaiah Johnson, aka Big Play Zay. I'm from Texas, Texas May. I play defensive back. I'm a certified Jack boy. We take everything in the sky. You know what I'm saying? I'm just here with my dogs, trying to get my dog right. Man, my boy Jakob here. You know what I'm saying? Getting right, competing with him, talking shit to him, getting his mind right for this upcoming season. We got big things on the way, man. Thank you. Where do you play college? University of Houston, H-Town, hold it down, man. Right. My rookie year was in 2019. This will be my fourth year in the league. Last year suffered some injuries, but we shaking back, getting right, getting ready to go for something big, you feel me? Let's go. I see you working hard out here. You feel me? Appreciate you, bro. Hi, my name is Sean Freitas. I'm the co-owner of Project Obeen with my wife, Heidi, here out in Las Vegas. We do sports medicine, sports science, and sports performance here. So we try to get a fully integrated service for all the professional athletes. You know, they come in, they get treatment. We have a 90-minute workout. We got a 30-minute warm-up. We go hard for those 60 minutes. We recover after. You know, these guys have been busting their ass the whole off-season. We had a really great little mini preseason for a training camp here. So I'm looking forward to watching all of them do, you know, their best capabilities out there. I'm from Hawaii, so I moved here when I was 5 years old. And originally I was going to go to school for mechanical engineering, but I ended up going to school for kinesiology. You know, I've been working out my whole life too. I played football. So I think we can see your build like that. I've been working out, been busy.
But you know what, one thing I really try to do is to connect with each athlete and each client that comes in here. I try to make it really fun. I know, like, you know, professional sports can really, you know, take a hit mentally on people if they don't allow themselves to kind of have some fun. We definitely work hard. I want to have that family environment when people come in here. I want to build that trust, you know, within the community and within the professional athletes as well. All right. Yes, we definitely got to give you some props about the whole project well-being out here, because this is some impressive stuff that you built out here. So congrats to that. I hope you succeed with all that. No, thank you. I really appreciate it. I appreciate you guys. Feeling free, right? And being in a city that's designed for you to walk around it. You know what I mean? Like, you know how here in Vegas, we're all the way here, right? But your apartment is like, you gotta drive 20 minutes to get there or something, right? Germany is, the cities are designed for people like walking around. So like, where you live, there's usually a walking distance, there's two supermarkets, there's a train station, there's bars, there's restaurants, like it's a whole, it feels like, you remember living on campus? And like you would walk and you'd meet people outside, you'd meet friends on campus. That's what life feels like in like a city in Europe. You know what I mean? It's just like, you're free. You don't need a car. You know what I'm saying? You don't need nothing. You can just, so we're not big on pubs, we have bars. But okay. Pubs is, that's more like England and Ireland. Oh, they're big pubs. Fertig? Yeah. Letzter Freitag vorm Camp. Wahrscheinlich sogar vielleicht das letzte Workout, was wir hier wirklich filmen können. Ne? Meine Off-Season Vorbereitung. Ist damit jetzt officially complete. Mein Körpergewicht ist genau da, wo es sein muss. Mein Körper fühlt sich richtig gut an. Ich bin ready, ich bin gespannt aufs Trainingslager. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 4 Tage, wo ich ein bisschen die Füße hochlege, ein bisschen entspannen, ein bisschen Recovery mache. Aber ja, mein Offseason 2022, that's it, that's a wrap.
holst du dir jetzt deinen Protein Shake? Bei Protein House. Was gibt's hier? Wie findest du sowas? Maschine. Wenn du trainierst, kriegst du alles, was du brauchst. Das Wichtigste ist Protein. Holst du dir auch was zu essen? Nee, ich glaube, ich hol mir heute nur einen Shake. Erstmal. Hat die Woche bei Project Wellbeing noch gezogen? Mhm. Warme. Gute Woche, ein bisschen Prep. Mir ist aufgefallen, dass du jetzt sozusagen in der letzten Woche vorm Camp null auf dem Feld warst. Ja, ich meine, am Ende des Tages, die Arbeit muss davor gemacht werden. Wenn du jetzt nicht in der letzten Woche schon ready bist, dann macht die letzte Woche dich auch nicht mehr ready. Wir waren in Florida viel auf dem Feld. Letzte Woche war jetzt nochmal mit dem Körper sozusagen smooth zu machen, ja, dass sich alles gut anfühlt. Und dann nächste Woche geht's los. So, was hast du dir gerade besorgt? Ich habe mir gerade noch mal meine Brille einstellen lassen und mir ein anständiges Brillenetui abgecheckt, bevor es zum Trainingslager geht. Die nächsten Tage sind so die ganz kleinen Details, die eben dein Quality of Life improven, wenn du dann im Trainingslager bist, dass du dich nicht mehr um so kleinen, nervigen Scheiß kümmern musst. Ich muss auch noch mal beim Supermarkt vorbei. Ich brauche genau das richtige Shampoo, genau das richtige Duschgel, genau die richtige Lotion, damit im Trainingslager alles glatt läuft. Und was wird im nächsten Store noch gekauft? Oh ja, große Wasserflasche brauchen wir auch noch. Titan 4 Liter 1 Gallon Water Jug, damit ich hydrated bleiben kann. Let's go. Cleats holen. Bis gleich. Peace. Oh, hallo. Wir sind jetzt wieder zurück. Jakob war gerade kurz in der Facility, das habt ihr noch gesehen. Und zwar hat er sich da zwei Paar neue Cleats gezogen. Er meinte, die braucht er jetzt noch rechtzeitig, um am Wochenende mit denen zu trainieren, damit er die ein bisschen einläuft und dann ready fürs Trainingslager ist mit denen, ohne dass die irgendwie drücken oder noch nicht an seinen Fuß angepasst sind. Wir sind jetzt zurück. Jakob macht heute den Freitag vor uns zu Hause. Der hat hier eine fette IKEA-Bestellung. Ich muss da alles noch auspacken, aufbauen. Mal sehen, ob die das überhaupt heute machen. Auf jeden Fall hat hier viel zu tun. Ich gehe jetzt gleich eine Runde in die Basketballhalle. Dazu habe ich mir gerade eine neue Brille gekauft und da stimmt was nicht ganz. Das heißt, ich fahre nochmal bei Oakley vorbei und frage, ob die mir da noch was richten können. Und sonst schauen wir mal, was der Freitag noch bringt. Ich hoffe, euch hat der Vlog bisher gefallen. Es war der letzte Tag bei Project Berlin. So, guten Morgen, Leute. Wir haben Samstag und ich erwische Jakob, wie er fleißig die IKEA-Ladung, die da gestern noch lag, aufräumt. Ich kam gestern spät heim, da habe ich gesehen, es war schon viel fertig. Ja, das passt durch. Almost there, baby. Also, auch IKEA aufbauen für Jakob, gar kein Problem mehr.
Was haben wir, Phil? Was haben wir? Wir haben erstmal einen richtigen Schnapper, einen schönen Raiders-Ball, der irgendwo auf den Schrank oder ins Regal kommt. So Raiders-Mütze für den Winter vorbereitet. T-Shirt für meinen kleinen Bruder. Easy. Mütze für meine Freundin, Mütze für meine Schwester. Dann haben wir ein T-Shirt für meine Freundin. Ich habe mal drei Hosen, weil die echt richtig geil sind. Drei Pairs, let's go. Ja, die bekommen natürlich Leute in Deutschland. Und dann für mich fürs Training. Schönes Raiders, Longsleeve. Longsleeve, easy. Erste Raiders Shopping Trip, done. Let's go, zur Kasse geht's. Wir haben gerade eine Casino-Tour mit Jakob. Genau, genau. Wir sind waren schon. Mandalay Bay, Luxor. Jetzt sind wir gerade in Excalibur. Als nächstes kommt New York, New York. Und der ganze Rest vom Strip. So, wir stehen hier vor dem Waldorf Astoria in Las Vegas. Wir haben ein Zimmer mit Björn seiner Geschäftskarte. Mach doch mal ein Praktikum da. Ja, Mann, in der Küche. It's fucking raw! Also Schulferien fangen jetzt, glaube ich, gerade an in ein paar Bundesstädten. Ah, ja. Das sind die ganzen Leute hier. Was haben wir jetzt gerade gemacht? Hi, wir sind einmal von Mandalay Bay bis hoch zu Caesar's Palace gelaufen, den ganzen Strip entlang. Jetzt suchen wir den Rideshare-Spot, damit wir hier wieder zurückfahren können und dann nach Hause gehen. Das war jetzt genügend Laufen für einen Tag.
Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut mal in die Beschreibung in mein Instagram. Ich mache Fotos und kurze Videos. Wenn euch das davon gefällt, folgt mir. Danke für alles. Damit ist die Zeit jetzt hier vorbei in Las Vegas, in ganz USA für mich. Ich werde morgen heimfliegen. Ja, schauen wir mal, wann wieder eine Möglichkeit kommt, was für Jakob zu filmen. Während der Saison wird es schwierig, aber mal schauen, was danach ansteht. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Bis bald und abonniert den Kanal.